gehen sie raus, besuchen sie uns wieder, würde mich freuen. Frei ist, ist nicht viel los am Sonntag in Gärten, auf den Straßen hier. Die Richtung Lute führen. Nächste Station, Westfriedhof. Ja, alles ganz entspannt. Vielleicht sind es auch umweltbewusste Leute, die viel mit dem Bus fahren. Das kann natürlich auch sein. Ja. So, da vorne haben wir eine größere Kreuzung, so wie es aussieht. Bremsen. Wollen ja nicht zu schnell angebraust kommen. Und wir sind eine Minute zu früh. Muss ich jetzt ein bisschen langsam fahren. Das sollten wir aber auch hinkriegen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt warten. So. Gerade eben sagte ich noch langsamer fahren und dann erstmal Kickdown. Passt. Super. Aber wenn die Ampel nochmal rot, nochmal grün ist, sollte ich das auch nutzen, weil ich glaube, so schnell wird die nicht wieder grün. Hier muss man nicht halten, das ist exakt wieder die Haltestelle Westfriedhof, nur halt für Busse, die nicht an unserer vorbeifahren. So, Herr Golf, fahr mal etwas schneller. Jetzt sind wir schon fast 2 Minuten zu früh. Das finde ich aber nicht okay. Das finde ich wiederum nicht okay. Zu früh ist doof. Zu spät geht. Das kann man nur noch rausfahren, aber zu früh muss man warten. Und warten ist langweilig. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Morgen. Guten Morgen. Einmal normal, bitte. Dann verkaufen wir ihm jetzt mal einen Fahrschein auf die normale Art und Weise. Fahrschein normal. 2,70, kriegst du 30 zurück. Danke. Hättest du ja auch mal was Komplizierteres einfallen lassen können. Ja. Wie warm ist es eigentlich im Bus? Auf die Temperatur habe ich noch gar nicht geachtet. 21 Grad, na gut, das ist okay. Da mache ich das hier oben an. Das ist ja mein Thermometer sozusagen, was mich auf einer Temperatur hält. Wo sind wir? Heinrichstraße. Heinrichstraße um 11. Genau. Ist jetzt auch nicht mehr so weit. Circa 12 Minuten noch. Das ist auch ganz okay. So, mit einer Minute zu früh fahre ich dann los. Damit es nicht allzu doof wird für die Fahrgäste und sie nicht noch länger warten müssen. Fahre ich jetzt halt hier etwas langsamer. Ich sehe gerade die Ampel rot. Das passt ja ganz gut hier rein gerade. Nächste Station. Tulla-Gymnasium. So. So rum. Muss mir das merken, dass ich hier Haltestellenbremse reinmachen muss, von der Bremse los und dann Haltestellenbremse wieder rausmachen muss. Dann bleibt sie drin. Mache ich nur, rein wieder raus und bleib aber auf der Bremse. Dann geht sie nicht rein, weil ich ja noch auf der Bremse bin. Ungewöhnlich, weil bei den anderen Bussen ist es nicht so, aber kommt halt auch mal vor. So. Ja, ich finde, das C2 passt auch ganz gut nach Gärten. Und hier finde ich, glaube ich, passt die weiße Matrix nicht zum Bus. Da passt die orange, glaube ich, so wie es ist, besser. Passt halt auch nicht überall dazu, die weiße. Ein bisschen ausholen. Es ist zwar genügend Platz, wie ich gerade sehe, aber sicher ist sicher. Was ist denn da vorne für ein schönes Geschäft? Ist mir noch gar nicht aufgefallen, das sieht so bunt aus. Ringfoto Fese. Aha. Ringfoto Fese. Sieht schön bunt aus, gefällt mir.
So, unsere eine Minute, die wir zu früh sind, halten wir. Ganz getreu. So. Wenn es gut läuft, sind wir bald wieder auf Gärten unterwegs. Denn ich hatte es ja schon mal am Anfang angesprochen, Gärten Version 2 soll ja voraussichtlich Dezember bis Januar rum erscheinen. Und das werde ich natürlich nicht entgehen lassen, euch nicht entgehen lassen, die Map auch mal zu sehen. Oder mal zu zeigen. Nächste Station. Bahnhof Rot. So, meines Erachtens sind wir das letzte Mal die Linie 71 gefahren. Also, was heißt das letzte Mal? Also das letzte Mal, als wir hier gefahren sind. Die 71 gefahren und da sind wir ja nicht viel weiter als hier gekommen. Oder nicht viel weiter als hier. Hier sind wir gestartet an Bahnhof Rotmühle. Heißt also, der nächste Weg danach, die nächsten Haltestellen sind dann ganz unbekannt. Und die werden wir dann auch noch erkunden. Ist auch noch richtig schön da hinten raus. Gibt so meine kleine Lieblingsstelle auf der Map, die da hinten ist. Aber das werde ich euch dann zeigen, wenn wir da sind. Genau, hier drüben rechts die Endstelle bzw. Wendestelle von der 71, unserem Kurzläufer, der meines Erachtens mit der Version 2 wegfallen wird. Ich weiß es nicht genau, ob der dann noch vorhanden sein wird. Ich denke mal aber eher weniger, weil es dann nicht mehr vonnöten ist. Es wollen die ganz schön viele raus, fällt mir gerade mal so auf. Aber naja, die wissen selber, wo sie hinwollen. Und wahrscheinlich alle jetzt mit dem Zug weiterfahren. Sollen sie machen. Ist zwar nicht schön, wenn sie auf die Konkurrenz umsteigen, aber wir fahren ja nun mal nur nächste Station. Hahnenweg. In die nähere Umgebung. Ich wollte die Ansage mal ausreden lassen. Ich bin nicht so gerne jemand, der dazwischen quatscht. Zumal ich dann auch immer noch was übertönen will, was auch nicht schön ist. Wo man dann immer nur die Hälfte mitkriegt. So, unter anderem das hier finde ich schon richtig schön, wie es gemacht ist. Ist aber noch nicht meine absolute Lieblingsstelle. Die zählt zu einer der Lieblingsstellen auf der Map, aber für mich gibt es doch hier was Schöneres. Schönen guten Tag. Grüßen ist wohl ausgegangen. Dankeschön. Bitteschön. So, hier kann ich nicht warten, weil ist ja eine normale Haltestelle. So. Nächste Station. Am Eisfahrt. Am was? Eisfahrt. Interessanter Name. Am Eisfahrt. Gibt es dort Eis? Wer weiß. Ha, es hat sich gereimt. Am Eisfahrt. Interessanter Name. Ja. So. Nicht wundern, dass die hier gerade gespawnt sind. Ich habe die Zeit eine Minute vorgestellt. Weil ich wollte jetzt nicht so lange warten. Weil warten ist jetzt eh noch doof. Da hätten wir natürlich jetzt an der Ampel warten können, rein theoretisch, aber das wäre ja fast aufs Gleiche gekommen, ob ich an der Haltestelle stehe oder an der Ampel. Klausenburger Straße. Hallo Kollege. So. Wir merken, wir kommen schon ein Stück außerhalb der Stadt. Wir haben hier so ein bisschen Gewerbegebiet ringsherum und auch unsere Bushalle, also unser Betriebshof so gesehen, rechte Hand von uns. So, mal ein Stück vor, müssen die Leute nicht ganz so weit laufen, wenn sie vor wollen. So, beides ist nicht mehr. Wir haben es gleich geschafft. Es war eine doch längere Fahrt, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Also,
spontan mal kurz für zwischendurch ist diese Linie definitiv nicht und das Gärten generell dann auch nicht, weil ja die Linien, die kommen werden, noch länger sind als die aktuelle Linie 7 hier schon. Von daher ist das dann doch nur für jemanden, der etwas mehr Zeit gerade mit sich bringt. Und ab hier gleich beginnt meine Lieblingsstelle, diese kleine, sag ich mal, Überlandbereich, kann man es ja gar nicht nennen, Überlandbereich, kleiner Umgehungsbereich, sag ich mal. Das trifft es, glaube ich, eher. Den finde ich nämlich richtig schön. Aber ihr werdet es gleich sehen. Sagen wir ab da an, wo die Straße eine andere Textur hat. Ja, hier die Stelle, die mag ich. Das sieht eigentlich richtig schön aus. So eine Straße, die außen so lang führt noch, so als kleine Umgehung, die dann auch dann wahrscheinlich hier nur noch so einen Ableger an den Ort hat und dann geradeaus weiter in Richtung Bundesstraßen, Autobahn, was weiß ich, nächste Stadt gehen würde. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum wir hier 3 Minuten noch haben, die wir hier eigentlich warten müssten. Ich weiß nicht, wo ich die jetzt hergenommen habe. Ich habe ja schon eine vorgestellt und bin weiß Gott nicht zu schnell gefahren jetzt. So. Dann bleiben wir mal kurz stehen und stellen die Zeit mal 2 Minuten vor, kurz nochmal, damit es dann am Ende nicht heißt, ja, der war zu früh an der und der Haltestelle. Nö. Ich bin pünktlich. So. Haben wir hier wieder so eine schöne Hoppelstraße. Im Kaiserwinkel. Ja, hier sind wir halt in Lute, mehr so ein, denke ich mal, etwas außerhalb gelegener Stadtteil, wenn nicht sogar schon nur Ort. Wobei ich denke eher, dass das ein außerhalb liegender Stadtteil ist. Also was heißt außerhalb? Wahrscheinlich ein Stadtrandstadtteil, sage ich mal, einer, der ganz außen liegt. Ja. Gut. Wollen wir jetzt noch rumfahren zur Endhaltestelle. Nächste Station, Mittelweg. Fahrtende. Bitte alle aussteigen. Das hat er jetzt aber schön gesagt. Ja. Da vorne müssen wir hin. Da vorne. Und jetzt stehen wir noch hier an der Ampel und warten. Sind auch so ein bisschen versteckt. Man sieht nur so das Führerhaus. Ich muss sagen, wir stehen erstaunlich nah an dem dran. Da dachte ich wahrscheinlich auch, als wir ankamen. Da könnte noch einen Meter mehr Abstand halten. Und müsste man nicht so gleich hinausfahren. Aber naja. Man sieht ja auch, es sind kleinere Ampeln hier gebaut. Also es ist nicht mehr hier so der große Verkehr, weil sonst werden hier mindestens noch Ampeln oben hängend, damit es bessere Übersicht gibt. So, mal sehen, ob ich die Kurve von hier aus schaffe. Mal ein bisschen ausholen. Das ging ja gut. Nicht wunderschön, aber sah nicht schlecht aus. So, wer Wochenende ist, versuche ich mal hier mich ordentlich ranzustellen. So, das war's Lenkrad. Und das ist so ein kleiner Tipp, den ich... Ach, unser Bus ist leer. Ja, warum mein Rad jetzt so steht, damit ich grundsätzlich vom Bus her gerade stehe. Ich dachte, ich stehe näher am Bordstein dran. Weil das ist noch so ein Trick, wenn man hinten mit dem, wie heißt das Ding? Nachläufer. Ein bisschen schräg steht, kann man nochmal ein Stück in die Fahrbahn reinfahren. Also langsam natürlich ein Stück. Also aus der Haltestellenbucht draußen, dann wieder ran und dann steht man
einigermaßen gerade. Zwar nicht mehr so nah am Bordstein, aber das ist ja jetzt erstmal unwichtig und ja. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. War zwar etwas länger jetzt, 3 Parts insgesamt, aber naja, gibt ja Schlimmeres. Zum Beispiel 4 Parts. Aber das ist jetzt egal. Die ist jetzt auf jeden Fall Ende, deswegen hoffe ich, es hat euch gefallen und ich sage nur noch Tschüss, schönen Tag noch und bis zum nächsten Let's Play. Tüdelü.